Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren interessanten Vortrag im Rahmen der Ham Radio World 2021. Bei uns ist heute Emil Bergmann, DL8JJ, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel schauen, mit einem unheimlich interessanten Beitrag. Hallo Emil, grüß dich. Na, servus. Ja, wieder mal. Letztes Jahr haben wir schon zusammen uns hier begrüßt und du hast einen tollen Beitrag geliefert. Und heute kommt ein Beitrag von einer einsamen Insel, aber nicht in der Südsee, sondern gar nicht weit weg. Und darüber wirst du unseren Zuschauern jetzt einiges Interessantes erzählen. Und somit kann ich nur sagen, liebe Zuschauer, viel Spaß und Interesse bei dem Beitrag vom Emil. Emil, Bild und Ton zu dir. Ja, servus alle zusammen. Begrüße euch ganz herzlich. Leider dieses Jahr hat es auch nicht geklappt, persönlich uns mal zu treffen. Habe ich dann ja sehr, sehr viel davon geträumt. Aber wir bleiben dran. Nächstes Jahr kommt und dann hoffen wir ganz stark, dass wir uns zum Ham Radio und egal wo, dass wir uns ohne Maske dann auch doch mal treffen. Aber ich möchte Ihnen jetzt eine ganz spannende Sache erzählen, eine kurze, aber für mich interessante Geschichte und das möchte ich gerne dann auch mit euch allen teilen. Und zwar, es geht um Varda Island Activation, was ich letztes Jahr Mitte der Corona-Zeiten dann auch geschafft habe zu aktivieren. Und das war gerade am 29. September 2020. Ich erzähle am Anfang die Geschichte, es wurde was veröffentlicht, aber nicht so ganz die ganze Geschichte, was eigentlich binnen 35, 40 Stunden mir so alles Mögliche auf dieser Reise passiert ist. Und das lasse ich jetzt mal zukommen. Der Motto dieser Aktivation sozusagen war für mich Smoke on the Water, a Fire in the Sky. Jeder kennt Deep Purple und dieses schönes, mega klassisches Lied. Aber warum ich dann auch so genannt habe, werde ich dann auch am Ende des Vortrages dann auch erläutern. Also, in der Zeit der Corona-Epidemie ist im Leben alles anderes als sonst. Also auch mein Urlaub. Eigentlich war letztes Jahr geplant, dass ich als Reiseleiter wie immer jedes Jahr mal in ganz weiter Welt reise und zwar nach Kamtschatka. Dann hätte ich eine volle Gruppe zu führen. Das wurde abgesagt, also quasi 2,5 Wochen waren dann frei für mich, für persönliche Vergnügen. Und 2 Wochen davon habe ich ja in die Berge mal verbracht und mit Familie auf Sardinien. So, dann kamen wir am 27. September 2020 zurück aus Sardinien. Und da hätte ich noch 3 Tage Zeit, bis ich dann wieder zur Arbeit gehen musste. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, Mensch, was mache ich jetzt dann auch diese 3 Tage? Wie geht die Reise jetzt weiter? In die Berge war das Wetter schlecht angesagt. Das heißt, ich konnte weder Soto noch klettern gehen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also das kann irgendwas mit irgendeiner Aktivierung dann auch doch klappen. Und dann habe ich dann auch mal geschaut, was im Norden von Deutschland dann doch Interessantes gibt. So. Und dann habe ich mal dann auch geschaut, dass es auch Varda-Insel, das ist ein Teil von den EU-128 Fehmarn-Insel, ein Teil davon ist und es wurde extrem selten aktiviert. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre dann auch was für dich. Ich war aber noch nicht so ganz sicher und am Montag habe ich wirklich fast einen halben Tag verbracht, immer wieder mich zu überlegen, soll ich fahren, soll ich nicht, soll ich fahren, soll ich nicht. Dann habe ich die ganze Ausrüstung, Bergausrüstung, Funkausrüstung, was ich auf Sardinien hatte, dann schön sauber aufgeräumt. Aber irgendwo gegen Mittag dachte ich mir, okay, ich gucke nochmal auf die Karte, was da noch und wie das auch aussieht. So gesagt, getan. Und dann habe ich dann ja mal festgestellt, dass dann ein lieber OM, das ist der Sebastian Dell 1 Alpha Extra Extra, schon mal auf dieser Insel da war und dachte ich, okay, ich muss ihn mal anrufen. So, was machen wir dann? Man nimmt den Callsign und packt das ja mal in Google und sucht nach Telefonnummer. Naja, leider Gottes nichts gefunden. Und dann dachte ich, okay, der hat das in einem Forum mal geschrieben bei Nick Kirby Shop.
Und dann habe ich gesagt, Mensch, Nick ist ein guter Freund von mir, ich rufe ihm an und frage nach der Telefonnummer. Und an dieser Stelle jetzt, unabhängig vom Datenschutz und so weiter und so fort, muss ich auch mal der Nick auch mal einen fetten Dankeschön sagen, im Vorausgesagt, weil der war so nett, der weiß, dass ich auch sehr gut mit Informationen von fremden Menschen, sage ich mal, umgehe, sehr behutsam. Und er hat mir dann auch die Telefonnummer von Sebastian gegeben. So, habe ich ihm angerufen und dann gab es ein ganz tolles und interessantes Gespräch, hat mir einiges erzählt, wie man dort hinzukommen ist und so ein paar Einzelheiten. Und das war dann auch der Ausschlag, wo ich gesagt habe, okay, ich setze mich ins Auto und dann fahre ich hin. Also 12.30 Uhr, dann am Montag, Mittag, habe ich wieder die ganze Ausrüstung, was ich dann eine Stunde zuvor aufgeräumt habe, wieder zusammengepackt, ab ins Auto. Und dann, ja, von Frankfurt Dreieich sind dann ja schon mal 650 Kilometer zu fahren. Und das habe ich getan. Und das, ja, Corona-Zeiten, da waren die Leute sehr wenig unterwegs und dann so konnte ich dann auch wirklich sehr, sehr schön dann auch durchfahren bis nach Norden und das war das auch ganz toll. Ich habe natürlich auch mal mit zwei Charterboots dann auch auf der Insel kommuniziert. Der eine davon, Taro Charterboote, erstmal hatte total Verständnis für mich. Der war auch mal scheinbar irgendeiner von CW-Funker, aber der war nicht bereit, mir zu helfen, hat gesagt, nee, die Insel mag ich nicht so gerne, obwohl das ist 500-600 Meter von mir entfernt ist. Das kann ich dir leider nicht helfen. Da war ich schon erstmal enttäuscht, weil ich dachte, wie komme ich überhaupt auf eine Insel? Ich fahre 650 Kilometer, nicht einfach mal da ein bisschen Urlaub zu machen und um nichts zu tun. Und dann habe ich weiterhin nachgeschaut und das ist auch einen zweiten Bootsverleih dann auch nochmal habe ich gefunden, der dann letztendlich vom Insel circa 5 Kilometer entfernt ist. War mir eigentlich egal. Und dann habe ich mit dem Mann gesprochen und zwar auf dem Weg dahin. Also, ne? Und dann hat er gesagt, naja, also man muss immer mal schauen, wie wir das mal dann organisieren, aber komm erst mal hierher und dann werden wir sehen. So, also nichts Konkretes, aber letztendlich hatte ich schon mal einen Anhaltspunkt. Das ist auch so ein Charterboot, der dann auch ganz nah an so einem Campingplatz Miramar ist dann auch. Also gute Fahrt gehabt, angekommen so gegen 19 Uhr. Dann war ich dann auch hungrig und habe ich dann ja auf der Insel Fehmarn dann einen ganz kleinen, schönen Lokal gefunden. Konnte ich mich hinsetzen, mich verfressen sozusagen. Und dann dachte ich, okay, für den nächsten Tag brauche ich auch noch was essen auf der Insel, wenn ich dann auch mal erreichen sollte. Und es gab in diesem Restaurant, also so wie Big Macs sozusagen, so wie bei normalen McDonald's zu kaufen. Da habe ich gesagt, ach, das ist ja gute Sache, dann nehme ich auch einmal mal mit auf dem Weg. Gesagt, getan. Und dann auch von dort habe ich dann ja den schönen Weg in der Nacht gefunden bis zu dem Campingplatz Miramar. Ich wollte mir einfach mal schauen, wohin ich am nächsten Morgen hingehen oder hinfahren muss. So, das habe ich auch getan. Da war schon ziemlich spät, so vielleicht so 10, 11 Uhr am Abend, aber ich wollte noch ein bisschen funken. Also ein paar Kilometer von dort habe ich einen Feld gefunden und dann habe ich dann ja provisorisch meine Antenne aufgebaut. Bei mir hatte ich einen ICOM 7300 im Koffer schön verpackt gehabt, einen G5FV-Antenne, kleine 5 Meter Mast mit einem Stativ, was ich auch auf J-Expeditionen mit Auto immer mal trage bei mir. Eine Spider-Beam-Antenne, das sind dann auch Aerial 51-404, das ist eine ganz leichte Antenne von 40 bis 6 Meter. Noch eine Aerial 51-807, das ist von 80 Meter bis 6 Meter, auch sehr leichte Antenne. Die habe ich auch mit dabei gehabt, plus meine SOTA-Ausrüstung mit einem KX2 von Elecraft. Und Lithium-Batterien, das war für mich etwas wie eine Reserve-Variante. Und dann habe ich noch eine Autobatterie von 60 Amperestunden mit dabei gehabt für den IC 7300. So,
die ganze Equipment aufgebaut im Auto am Abend, so gegen, wie gesagt, so 22 Uhr. Und dann habe ich dann erstmal mit dem G5RV, weil die war so etwa kleiner, dann schnell aufgebaut, dann mal angefangen zu funken, mal Telegrafie. Aber es ging nicht so gut und so gegen Mitternacht habe ich aufgegeben, dachte ich, okay, ich würde gerne mal 80 Meter probieren. Aufgestanden vom Auto, also ich habe im Auto auch geschlafen und von dort gefunkt. Rausgegangen, abgebaut die Antenne mitten in der Nacht, auch die große, also die 807 aufgebaut. Und dann habe ich angefangen, auf 80 Meter Telegrafie zu machen. Das ging ja ein bisschen was, aber irgendwie hat sich dann auch nochmal, war tote Sache. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal FT8. Dann habe ich FT8 angefangen dann zu machen, fast die ganze Nacht. Es war nicht so gut, aber es lief dann ein oder andere QSO. Aber ich habe wunderschöne Vollmond an diesem Tag gehabt und die ganze Nacht konnte ich wirklich dann auch schon mal genießen. In der Früh habe ich mal vielleicht 1,5 Stunden geschlafen, um 7 Uhr aufgestanden und dann auch zu dem Miramar gefahren. So, wunderschöne Sache. Ich habe dann auch den guten Mann Ralf dann auch dort getroffen, so ein älterer Herr, werden wir später in dem Video und in dem Film sehen. Der hat mich herzlich begrüßt, habe ich ihm erzählt, was ich jetzt endlich mal möchte, dass ich zu dieser Insel fahren möchte. Das ist auch ein einheimischer Mann gewesen, der sagte, oh, zu dieser Insel fahre ich auch, wenn du mir 1.000 Euro gibst, nicht. Dann habe ich gesagt, Mensch, was ist dann auch so an diesem Insel so speziell? Sagt er, da sind so viele Steine dort, da gibt es fast kein Wasser, also so einen Meter lang ist das auch fast kein Wasser drunter und das muss man dann extremst aufpassen, ich möchte gerne mein Boot nicht kaputt machen. Dann habe ich gesagt, Mensch, also du, wenn du das auch nicht so gerne möchtest, wie soll ich das machen? Naja, irgendwie, wenn du das Lust hast und wenn du genau machst, was ich dir sage, dann wird es irgendwie klappen. Da hatte ich schon natürlich auch Herzklopfen gehabt, aber habe ich dann gesagt, willst du mich doch nicht mal selbst dahin fangen? Und sagt, nee, das mache ich nicht. Okay, dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich irgendwie alleine schaffen. Sagte, ich gebe dir einen kleinen Boot, eine Art Katamaran, der dann auch ganz flach dann auch fährt. Hat er mir alles erzählt und erklärt, hat er dann auch mir auf die Karte gezeigt, wie ich da hinkomme. So ungefähr 5 Kilometer musste ich mit dem Boot fahren. Und dann noch mir natürlich auch eine so Solargerät im Boot eingebaut, damit ich auch ständig kontrollieren kann, wie weit der Meeresboden dann auch ist. So, gesagt, getan, schnell erklärt, wie das Boot zu funktionieren. Das war ein älteres Boot. Normalerweise, die haben auch so vorne, so wie normalen Lenkrad im Auto, aber das hat er gesagt, nee, das funktioniert nicht. Du musst es auch hinten sitzen und am Steuer direkt an dem Motor das Ganze noch steuern. Bedeutet im Klartext, wenn du dann auch mal den Steuer nach links schiebst, dann der Motorboot geht nach rechts und umgekehrt. Gut, musste ich dann auch live dann auch lernen und nach gefüllte Stunde, dann war ich schon im Wasser. Der Gaspedal von diesem kleinen Motor, der ist aber auch ziemlich stark gewesen, das ist direkt an der Hebel, wo man dann auch das Ganze nochmal steuert, war das auch sehr ungünstig, das heißt aber auch sehr sensibel. Wenn man nur ein bisschen dreht, dann springt ein Boot in alle Richtungen. Und damit ich dann auch mal sauber fahren kann, habe ich erstmal den Gas so schön eingestellt, damit das dem Boot nicht so schnell, auch nicht so langsam fährt und dann hinten dann langsam dann auch den Boot gesteuert. Und dann die Reise ging dann auch. Das ganze Krempel war drin, die ganze Ausrüstung. Und dann habe ich dann versucht, alles, was er mir dann erzählt hat, wie ich dann auch dahin komme, dann zu folgen. Da musste ich erstmal von diesem Campingplatz Miramar unter der Brücke fahren. Das ist die Brücke, die dann auch Mainland zu den Fährmann dann auch verbindet. Erstmal in der Mitte fahren und dann noch ganz weit in der offene Meer sozusagen. Und von dort eine breite Kurve drehen und erst dann hätte ich, so laut wie er erzählt hat, dann auch erstmal den Insel gesehen. Da sieht man auch, wie die Erdkrümmung ist, dann sieht man auch nicht, der Insel ist gerade mal 2 Meter über den Meerspiegel
und dann verläuft sich das Ganze mit dem Fehmarninsel. Da musste ich alle paar Minuten so aufstehen wie kleine Murmeltier und gucken, ja, sehe ich was, sehe ich nicht, dann wieder hinsetzen, dann fahren, wieder aufstehen, war so aufregend das Ganze. Und so lief das ja so langsam, bis ich auch diese Kurve dann auch mal dort vor Ort mal bekommen habe und dann gesehen habe, aha, da ist jetzt dann auch die Insel langsam zu sehen. Er hat mir auch erzählt, dass dieser Motor, der hat auch zwei Stellungen, eine ist normal, so wie ich bis dato gefahren habe. Und da gibt es eine Tiefwasserstellung. Das heißt, der Motor muss es auch nach oben gezogen werden, so dass der Propeller gerade mal so unter dem Meeresspiegel dann auch mal liegt. So, dann auch das geschafft und dann langsam dann auch gefahren. Der Insel musste ich dann auch mal komplett ganz langsam, also wirklich dann auch befahren. Und ständig habe ich dann ja kontrolliert, wie weit der Boden dann auch ist. Weil er dann auch so, ob das jetzt scherzhaft war oder nicht, beim Losfahren mir gesagt hat, Mensch, also ich möchte gern, dass mein Boot überhaupt nicht und der Propeller gar nicht kaputt geht. Pass mal auf, wenn du es kaputt machst, kostet 17.000 Euro. Gut, habe ich gesagt, ach du meine Güte, das wird eine ganz teure Gelegenheit, so eine Aktivierung zu machen und nachher dann auch wirklich dann für mein Leben dann auch zu arbeiten, um diese Propeller dann auch zu erstatten, die Kosten. Aber langsam kam ich dann auch und dann habe ich dann auch zwei Gebäude gesehen auf dem Insel. Ich habe vorhin auch mal gesehen, dass es auch dort sowas gibt. Und dort gerade eine ganz kleine Bucht ist, wo man dann auch mit dem Boot fahren kann. Die letzten paar Meter habe ich den Motor ausgeschaltet und hat mir dann auch der Ralf einen Haken dann auch so vielleicht 3-4 Meter aus Holz dann gegeben. Und so konnte ich dann auch ganz fein und sauber dem Boot dann auch letztendlich ankern. Das war auch ganz gut. So, und dann habe ich dann ja dann angefangen, das meine ganze Equipment dann auch zu vom Boot Richtung diese beiden Gebäude zu übertragen. Und da gab es so einen kleinen Sitzplatz, es war auch sogar so, wo dann auch die Leute im Sommer sich mal zusammensetzen, Tisch aufbauen und dann feiern. Das habe ich dann ja als ganz gut empfunden, als Platz. Schnell die Antenne aufgebaut, dann provisorisch mit diesem Dreipod, den ich dabei hatte, 5 Meter hoch. Und dann habe ich dann auch die Antenne aufgebaut. Jo, und was macht man dann? Dann schaltet mal die Funkstation an und fängt man auch zu funken. Ich war so gespannt, ich war extrem gespannt, weil ich dann auch diese schlechte Erfahrung die Nacht zuvor, dass es fast nichts lief die ganze Nacht als Verbindungen, ob ich dann auch genau die gleiche Probleme jetzt mal haben werde. Gerade auch unter der Woche gibt es ja sehr viele Funken, die mit mir funken werden. Aber es hat dann auch mit der ersten QSO, die ich dann auch mal gelockt habe, das war gerade irgendwas, wann war das auch, weiß ich nicht, so gegen so 8:30 Uhr oder sowas, dann war ich dann auch schon mega glücklich, dachte ich mir, yes, das ist so toll. Und das Wetter war wirklich sehr, sehr schön. Es war so ein ruhigen und tollen Tag. Und ich saß dann auch auf dieser Südterrasse, dann konnte ich die ganze Zeit dann auch die Sonne genießen und dann auch nochmal funken. Ja, Stunde mal, eineinhalb Stunde gefunkt. Ich habe am Anfang erstmal Angst gehabt, dass, weil ich dann die Autobatterie vorher nicht so zu Hause überprüft habe, einfach so mitgenommen und da habe ich dann ja auf 30 Watt zurückgedreht. Und dann zwischen 40 Meter und 20 Meter und 17 Meter mal immer wieder mal so geswitcht und nach Pile-Up gesucht. Man lief dann so weniger oder mehr. Aber QSO nach QSO kamen dann auch ins Lock und da war ich dann wirklich mit jedem QSO immer glücklicher gewesen. Und irgendwann mal nach Stunde hat der ICOM hat sich ausgeschaltet. Dann fragte mich, okay, dann ist das scheinbar dann auch der Akku fast leer eingeschaltet. Dann noch ein bisschen runtergedreht, die Power weitergefunkt. Dann hat sich wieder ausgeschaltet. Und dann habe ich mich entschieden, okay, das ist jetzt erstmal Schluss.
da mit dem großen Autobatterie und mit dem ICOM 7300, dann habe ich dann ja meine SOTA-Ausrüstung ausgepackt schnell. Und dann habe ich angefangen, weiterhin mit dem LiFePO dann auch 6,6 Amperestunden hatte ich. Und ich weiß, das kann sehr gut dann funktionieren mit dem, habe ich gute Erfahrungen auf SOTA gemacht. Und dann habe ich weiter auf Telegrafie gefunkt. Ich habe zwei Notebooks dabei gehabt, um zu loggen. Ich nutze bei so Expeditionen sehr unkompliziert N1MM. Und mit so einem USB-to-COM-Port Schnittstelle, was ich mir dann auch DTC so weit umgebaut habe, dass ich dann auch die Telegrafie-Signale direkt von N1MM generiere und direkt in der Key in der Transceiver einspeise. Da der Rest interessiert mich nicht. Das ist fest eingestellt, auf welche Band ich dann auch funke, aber die Telegrafie-Signale und so waren mir wichtig. Und so kann ich dann ganz schnell loggen. Der eine ist natürlich nach zwei Stunden, weil die Batterie war auch leer, dann hat der Geist aufgegeben. Dann habe ich dann laufend, als ich gesehen habe, aha, die Akku ist schon fast leer, den zweiten Notebook parallel aufgebaut und dann auch ganz schnell von A nach B geswitcht, so dass ich dann auch das Funkebetrieb letztendlich nicht unterbreche. Irgendwo mitten drin dachte ich, Mensch, also du hast Hunger, dann musst du mal was essen. So. Was habe ich dann gemacht? Natürlich hatte ich diese Donut von Tag zuvor, den ich dann mitgenommen habe, dabei gehabt. Und als ich das geöffnet habe, da war mir so unappetitlich, dass ich dann auch gesagt habe, das werde ich jetzt erstmal auf keinen Fall essen, weil das war so ein Brei, ist das auch davon geworden, natürlich die ganze Nacht im Auto und mit so viel Mayonnaise und Soßen und diese pampige Brotchen, die dann auch da drauf sind, dass ich dann auch überhaupt keine Lust hatte, das Ding zu essen. Ich hatte aber noch ein bisschen Brot, also trockenes Brot mit dabei gehabt. Und dachte ich, ich nehme das Brot und esse ich so parallel zu den Arbeiten, zum Funken dann auch mal Brot. Aber meine Jacke, ich saß das auch mit so einer schwarzen Jacke, habe ich gemerkt, irgendwie ist total schmutzig geworden. Wo kommt denn diese weißes Mist auf mich? Und unglücklicherweise die ganze Vogel, die dann auch dort rumgeflogen sind, hat mich dann auch mit seinen Kacke voll erwischt und dann natürlich auch unglücklicherweise nicht nur mich, sondern auch diese Nylon-Tüte, die dann auch mein Brot da drin war. Und das hat sich das auch damit vermischt. Also ich hatte an dem Tag oder an diesem Moment kein Glück mit dem Essen gehabt. Habe ich dann an der Seite alles geschoben, dachte ich, okay, das war es wohl mit Essen, aber stirbt wirst du auch nicht. Erstmal ist das Wichtigste Funken. Ja, und nach so gegen 14.45 Uhr habe ich mit dem Funken aufgehört, weil der Boot war das auch bis 17 Uhr geliehen, also quasi einen Tag nur. Und dann habe ich festgestellt, ich habe 173 Kursos gemacht und da war ich wirklich super, super happy. Für diese Leistung habe ich mich selbst auf der Schulter geklopft, tolle Arbeit. Aber ich wollte dann auch nicht ganz zu spät dann ankommen, weil der Ralf hätte sich dann deutlich mehr Gedanken über mich gemacht und ich hätte vielleicht, wenn ich später angekommen wäre, noch für einen Tag bezahlen müssen. Das wollte ich natürlich auch nicht. Also alles zusammengepackt, schnell ins Boot. Dann habe ich noch eine schnelle Runde über den Insel gemacht. Das werden wir alles im Film sehen. Und dann saß ich wieder im Boot und langsam denselben Weg bin ich zurückgefahren. Und mit jeder Meter, die ich dann zurückgefahren habe, stieg mein Glückhormone immer höher, weil sowas habe ich im Alleingang bis dato auch nicht gemacht. Auch im nach Norden war ich auch noch nie gewesen und das war wirklich ganz, ganz tolles Gefühl, die sich natürlich auch viel mit Hunger auch vermischt hat. Ja, und Ralf hat das auch direkt am Ufer auf mich gewartet. Er war auch sehr happy, dass ich auch heil und munter zurückgekommen bin. Und dann hat er gleich natürlich das Boot rausgezogen vom Meer und dann auch gleich kontrolliert und sagte, Mensch, volles Respekt, du hast es geschafft, nichts kaputt und nichts dann zu verkratzen. Komm mal wieder. Haben wir ein tolles
Bild von uns gemacht und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich dann auch mal für die Zeitschriften mal schreibe, für die Community, weil ich dieses tolle Erlebnis und seine Freundschaft und Gastfreundschaft dann auch dort weiter erzählen möchte. Und dann auch später ist das auch sowieso dann auch so passiert. Und so haben wir uns freundlich dann auch verabschiedet. Ja, und da bin ich dann auch noch mal weitergefahren. Ich habe das auch auf dem Fehmarninsel noch ein ganz tolles Restaurant gefunden. Ich wollte unbedingt auch Tiramisu essen. Und ich weiß, die Restaurants machen immer unterschiedliche Tiramisus von Art und Weise. Und dann habe ich ein italienisches mal gefunden, habe ich gefragt, Leute, wie ist bei euch die Tiramisu? Ist das auch Standard, so wie man das auch mal kennt? Und dann haben die gesagt, jawohl. Dann habe ich dann ja mich da hingesetzt und ungelogen circa 3 Stunden gegessen. Also die Leute, die mich kennen, also als Bergsteiger, wissen, wenn ich nicht zum Essen habe, kann ich dann auch mal ein paar Tage auch ohne Essen aushalten. Aber wenn es zum Essen gibt, dann esse ich dann auch für 3 Tage auf einmal. Und das war so ein tolles Erlebnis. Ich habe das auch mal gleich auch Sebastian dann auch mal angerufen von dort, habe mit ihm auch ganz tolles Gespräch gehabt. Dann auch haben wir uns beide gefreut. Das ist gerade, was ich immer mal liebe an unserem Hobby, weil mit so tollen Menschen sich auszutauschen und die Freude, sich gegenseitig zu freuen, dass es auch jemand dann auch gelungen ist, etwas zu machen, ist es auch enorm groß. Wie man schon im Leben sagt, geteilte Freude ist doppelte Freude. So, nach dem tollen Essen habe ich ursprünglich gedacht, okay, dann bleibe ich noch die Nacht dort und dann werde ich noch weiter mal ein bisschen funken. Habe ich aber keine Lust gehabt, dann wieder meine tollen Laune eventuell zu verderben, wenn ich die ganze Nacht dann auch mal funke und dann kommt nur ein paar Kursos ins Log. Und ja, schnell habe ich mich im Kopf entschieden, naja, nach 24 Stunden, so ein erfolgreicher Tag, ich setze mich jetzt ins Auto und dann fahre ich mal heim wieder. Und das habe ich auch getan. Meistens, wenn ich dann unterwegs bin bei so langen Reisen, nehme ich immer mal ein Notebook mit, klar. Also nicht nur zum Loggen, sondern auch wieder, wenn es Leute da sind, die dann auch Polizisten sind oder irgendwas anderes, nehmt mir bitte das nicht übel. Aber ich mache das immer so, wenn ich alleine fahre. Ich installiere mein Notebook an der Beifahrersitz, dann hebe ich das auch so hoch, dass ich dann auch mit dem Peripherie gut sehen kann. Und dann lasse ich mal irgendwelche tolle Filme oder Musikkonzerte, so wie Metallica oder Deep Purple oder was auch immer dann auch noch, ist ja nach Lust und Laune laufen. Das heißt, ich zähle nicht, wie viel Kilometer ich fahren muss oder gefahren habe, sondern die Strecke, die ich fahren sollte und überwinden muss, zähle ich einfach mit, wie viele Filme ich dann auch während der Fahrt geschaut habe. Gut, die Filme kenne ich ja, muss ich auch sehr ehrlich sagen. Die habe ich auch vielleicht 100 Mal gesehen. Also gemischt alles, so Hollywood-Sachen. Und dann höre ich meistens mal Musik, so Musikfilme. Und so werde ich eigentlich überhaupt nicht müde. Aber ich achte natürlich auch auf den Verkehr. Das ist dann auch so klar, muss man auch sagen an der Stelle, bevor es dann auch viele Aufregungen dann auch aufkommen sollen. Ja, und so war das auch meine Aktivierung dann letztendlich dann gelungen. Ich habe dann ja auch an der Jota Manager den Log geschickt. Ich habe dann auch nochmal in Noteway dann auch beantragt, die ganze Zertifikate. Und so wurde dann auch nicht nur anerkannt als Activation, sondern als eine Aktivierung, die dann auch approved ist, was ich sehr stolz dann am Endeffekt war und bin. Und ja, warum dann auch diese ganze Reise und diese Aktivierung nach dem Motto Smoke on the Water, Fire in the Sky genannt habe, war der Fakt, also wirklich Fakt, dass bei meinem Rückfahrt ein Konzert auf DVD von Deep Purple mir dann angeschaut habe, aber ich habe ungelogen dieses Lied, was mega Klassiker ist, die ganze Fahrt
immer nur dieses Lied gehört. Der hat mich so gepusht, und so dass ich die, ich weiß nicht, so circa 6 Stunden Fahrzeit von dort nach Hause, knapp fast die ganze Nacht gefahren, immer nur dieses Lied gehört habe. Und es hat mir natürlich auch nicht, nichts ausgemacht, sondern hat mich nur weiterhin und weiterhin gepusht. Jetzt kann man natürlich auch ausrechnen, wie oft ich dieses Lied dann gehört habe, braucht man aber nicht, aber daher ist das auch in meinem Kopf das auch so geblieben. So, dann die Geschichte natürlich, und ich würde gerne jetzt, dass wir uns mal 14 Minuten viel, uns mal das anschauen mit Bilder live, wie das auch mal letztendlich war. Wünsche ich euch natürlich auch viel, viel Spaß und Vergnügen dann auch mit dem Film Wada Island Activation mit Dale Achtertjot. Das war die Nacht, als ich da gefunkt habe. Das war die Antenne, erstmal die GEF-JUMPER-V. War ganz toller Abend dann auch. Und das ist schon am nächsten Morgen in der Früh, bevor ich dann auch zur Miramar gefahren bin. Das ist die Karte letztendlich, die zeigt ganz genau, wie man auch dahin zu kommen ist. Und das ist mein Boot, den ich dann auch gefahren bin. Der Koffer mit installierter IC 7300 und das Motorboot. Man sieht diese links der Hebel, das ist auch der Gaspedal letztendlich. Da sieht man auch das Solargerät, was er mir das mal eingebaut hat. Und dann ich ganz gespannt. Man sieht da diese Hebel, das ist das Gaspedal, aber ich halte es einfach hinten, damit das auch nicht ständig mit viel Gas oder wenig Gas dann den Motorboot dann außer Kontrolle setzen kann. Und da sieht man auch den Boden, der große Bogen von der Brücke. Da in der Mitte durch musste ich dann fahren. Und genau das ist dann auch ein Zeichen, dass ich da auch langsam Richtung den Insel biegen muss. Weil der Insel muss man dann auch ein paar Meter vom Ufer dann auch dort einfahren, in der Stellung, Tiefgangstellung. Ganz langsam gefahren und ganz vorsichtig. Also das hat dann hier wirklich dann Nerven hier gekostet, denn zum Großteil sieht man auch den Boden dann, wie gesagt, sondern da sieht man auch so viel Gras oder sowas, was auch in dem Meer dann auch ist. Und ganz langsam, man sieht dann ja auch an der Stelle. Da fährt man auch ganz lang parallel an den Inseln entlang. Da sieht man auch hier unter dem Wasser ganz knapp über den Meerspiegel. Der erste Chartboot, was ich mit ihm gesprochen habe, ist von hier nur 500 Meter. Aber wie gesagt, er hatte keine Lust, dann auch mich zu unterstützen. Daher auch diese lange Fahrt dann ins Visier. Da sind dann auch die beiden Gebäude, also auch eine kleine Gebäude. Ich habe mich dann auch später schlau gemacht bei Leuten, dass dann auch diese Insel letztendlich
in Privatbesitz wäre von irgendjemand, der dann auch reiche Familie mit Ärzten oder irgend sowas sind gewesen. Aber da ist das auch unbewohnbar. Und da komme ich ja langsam dann auch zum Ufer. Und dann kenne ich dann auch hier mein Boot. Allein ist spannende Sache. Weil ist ja klar, dass jedes Problem muss man auch selbst regeln. Und man nimmt einfach ein Boot und legt man los. Und wenn man Kilometer lang ist, natürlich auch sehr aufregende Sache. Jetzt bin ich auch mal auf dem Insel, ganz glücklich. Und da sieht man ja an diesem Vordach, wo ich dann auch provisorisch meinen Scheck aufgebaut habe. Denn diese 7300er, den habe ich ja in einem Koffer eingebaut, immer auf so Expeditionen nach Jota oder wo ich unterwegs bin, weil alles ist schon verkabelt, dann brauche ich nur letztendlich Antennenkabel und dann Stromkabel anzuschließen und dann geht dann auch los. Und dann ist das alles sehr schnell und flexibel. Auch das Notebook, einen kleinen Pedal natürlich auch und mit dem KX2, das ist meine SOTA-Ausrüstung, einfach aufgeklappt und dann auch weiter gefunkt, nach eineinhalb Stunden so circa, sage ich mal, die Autobatterie dann auch leer war oder konnte dann auch nicht 7300 genug mit Strom versorgen. Und es war so, wie ich gesagt habe, wunderschöner Tag. Das war ganz strange. Zwei Welten, man sieht dann auch Fährmann-Insel ganz nah. Da auch Leute oder sowas, Zivilisation, aber man befindet sich doch auf einer unbewohnten Insel, ganz weit weg von der, also als Einstellung von der Zivilisation. Und die einzige Kontakt dazu ist natürlich auch die Funksignale. Und das macht natürlich auch sehr konträr die ganze Geschichte. Dafür ist das auch dieser Amateurfunk gerade auch, ob das Sayota oder SOTA oder andere Expeditionen so, dann auch konträr. Ganz toll, ich habe dann mit vielen auch Funkerfreunden dann auch konnte ich da gute Verbindungen machen. Man sieht dann ja mit N1MM wie das auch alles funktioniert. So, nach 4 Stunden ungefähr QRV, wie gesagt, habe ich dann ja alles zusammengepackt und dann auch gedacht, Mensch, bevor ich jetzt den Insel verlasse, würde ich gerne mal eine schnelle Runde drehen. Also ganz schön gepflegte Insel, muss man sagen. Also sieht man ja, dass dann auch vielleicht ab und zu mal Leute dann auch kommen und sich um Sauberkeit dann auch kümmern. Natürlich darf man auch die Insel so nicht betreten oder sind sehr wenig Leute, die dann auch mal da sind. Das ist jetzt ein Blick Richtung Fehmarninsel und dann ja circa 500 Meter ist der Insel dann auch lang. Das ist schon mit allen kleinen dann auch Steinchen, die dann auch über den Meerspiegel dann rücken. Da, wo diese Gebäude, da ist schon fast Ende vom Insel, bin ich aber nicht so ganz weit dann gegangen. Ich wollte natürlich auch so schnell wie möglich auch die Insel dann auch verlassen. Wunderschönes Wetter, das war einfach ein Gotteswettertag. Also kein einziger Wind, nichts, nur schön und sonnig und ich konnte dann auch wirklich komplett genießen alles.
natürlich ganz glücklich dann auch, auch sehr, sehr vorsichtig, aber wenn man schon einmal den Weg gefahren hat und weiß man, aha, das hat es auch geklappt, dann war das auch, den Rückweg war ich dann deutlich sicherer mit dem Boot und wie ich dann auch nochmal das Ganze steuern muss. Dann habe ich mir auch mal erlaubt, als ich dann nicht so weit von der Brücke war, wo ich wusste, okay, da bin ich schon fast da, erlaubt, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und dann, damit auch so der Boot so ein bisschen gesprungen über die Wellen, habe das einfach mal genossen, diese Rückfahrt. Es kam auch am Nachmittag oder Spätnachmittag auch viele andere Boote. Da musste ich dann auch schon mal auch aufpassen, immer mal schöne Distanz davon zu halten, aber trotzdem auch genau da zu fahren, wo vorher dann auch ich dann gefahren bin. War auch ganz interessant, da einen Tag zuvor zu sehen, wo ich dann mit dem Auto rübergefahren bin, von unten jetzt mit dem Boot zu fahren. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr tolle Emotionen dann haben mich dann an der Stelle bewegt. Glücklich angekommen. Ja, ganz, ganz toll und ich habe so viel gute Gefühle dann auch dem Ralf gegenüber, dass er mich dann auch komplett unterstützt hat, auch vertraut hat und dann natürlich, wie gesagt, Restaurant mit gutem Essen, also das habe ich dann voll und ganz genossen. Daher auch hier dann auch mit in dem Film, weil ich habe das nur jeder Schritt und das ist das auch die besagte Tiramisu, also kann man nicht meckern. Toll essen und dann auch ein bisschen Kaffee am Ende und dann auch ab ins Auto und los geht's dann Richtung Heim mit der Smoke und der Water. A fire in the sky.
Ja, das war, liebe Freunde, Funkfreunde und Freunde der Film und meine Aktivierung von WADA. Ganz tolle Sache und bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das dabei zu sein. Träume sind da, um erlebt zu werden. Machen Sie einfach und ich freue mich dann euch persönlich dann wieder zu treffen und eventuell mit ein oder andere irgendeine tolle Aktivierung dann auch zu machen. Das wäre ganz toll. Bedanke ich mich ganz herzlich. Hier war Dale8JJ mit ganz, ganz herzlichen Grüße. Servus. Ja, liebe Zuschauer, das war der interessante Beitrag. Mal was ganz anderes im Norden von Deutschland, gar nicht so weit weg für den Emil, ist ja was ganz Außergewöhnliches. Emil, herzlichen Dank dafür, dass du diesen interessanten Bericht gebracht hast. Besonders die Sache mit dem Boot fand ich ganz klasse. Ne? Das hast du echt super gemacht. Sehr gerne. Ich habe zu danken für die tolle Organisation, auch für die Möglichkeit, das auch mal präsentieren zu dürfen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ganz persönlich. Ja, mit Sicherheit. Dann weiterhin viel Spaß bei deinen Aktivitäten und ich denke, es gibt bestimmt bald wieder neue, tolle Sachen von dir zu sehen und zu hören. Wir sind gerne bereit, das aufzunehmen, auch außerhalb der Ham Radio World. Also bis dahin, Grüße an deine Familie. Dankeschön. Servus. Liebe Zuschauer, das war wieder ein interessanter Beitrag im Rahmen der Ham Radio World. Schaut noch andere Beiträge im Rahmen der Ham Radio World 2021. Das war's vom Team Faszination Amateurfunk, Ihr Moderator Wolfhard Eidenmüller, DO5WE. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.